Hey Leute, ich bin's wieder. Ich mache heute für euch ein leckeres Eiweißbrot, welches Low Carb ist, für die welche, die abnehmen wollen zum Sommer. Und dieses Low Carb Brot schmeckt richtig gut mit Puttenbrust einfach oben drauf. Hier habe ich einmal die Zutatenliste für euch, welche ihr auch unten in der Infobox nochmal findet. Und hier wird nochmal deutlich, dass im Eiweißbrot wenig Kohlenhydrate sind und viel Eiweiß. Den Magerquark, die Eier und die gemahlenen Mandeln in eine Rührschüssel geben und mit dem Handmixer ordentlich durchrühren. Jetzt können Vollkornmehl, Backpulver, Weizenkleie, die Leinsamen und das Salz hinzugegeben werden und dann nochmals alles ordentlich verrühren. Den Teig jetzt in eine Backform gießen, welche wir vorher mit Backpapier ausgelegt haben. Den Teig gleichmäßig verteilen in der Backform und dann, je nachdem, welche Form man verwendet hat, für ca. 40 bis 45 Minuten in den Backofen geben, bei 150 Grad Umluft. Das war's auch schon mit dem Rezept fürs Eiweißbrot. Ich mache es total gerne selber, da ich dann weiß, was sich für Zutaten darin befinden. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rezept und wünsche euch einen richtig schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Kochnoob.